Yo Leute, was geht? Klim am Start. Willkommen bei der ersten Folge Minecraft Legend, Rise of the Phoenix, also dem neuen Minecraft Legend quasi. Ich begrüße euch hier recht herzlich. Wie gesagt, bei der ersten Folge. Viele von euch haben schon des Öfteren gefragt und ja, ihr habt recht, ihr wartet auf Legend und Legend kommt auch endlich. Und ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich bei Legend mitmachen will, aber dann habe ich gesehen, wer alles dabei ist. Und hab gesehen, dass Skate dabei ist und dann hatte ich jetzt wieder richtig Bock, weil Skate, das ist so einer, mit dem mache ich sehr gerne was. Der ist einer meiner Lieblingsleute so überhaupt. Lieber Skate, viele Grüße an dich und Bussi. Der ist nämlich ein bisschen krank und hat gerade so eine YouTube-Pause. Aber abgesehen davon, spielen wir Minecraft Legend wieder ohne Shader, weil viele von euch ja gesagt haben, der Shader lag so, boah, auf die Scheiße, Klüm. Und deswegen machen wir das jetzt Ganze mal ohne Shader. Ihr seht, ich habe schon ein Grundstück, ich habe auch schon so ein paar Sachelchens und ein paar Infos. Einmal ist natürlich brennend interessant für die Legend-Gewinner, die noch reinkommen. Aktuell kommen eigentlich keine mehr rein, aber ich habe mit Kevin gesprochen. Und also G-Time, der liebe Kevin, der das alles organisiert hat. Da, Legend-Info, Projektleiter, Gamers-Time, können auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dieser liebe Kevin, der so lieb ist und Kevin heißt, der hat nämlich, was für Informationen hier bei diesem Klüm schon wieder, der hat nämlich gesagt, pass auf, wenn die Leute vom vorherigen Mal gewonnen haben, dann hol sie noch rein. Also, gut für die Leute, die vorher gewonnen haben, sind zwei Leute gewesen. Und wir hatten diese Innenraum-Challenge, die würde ich gerne noch zu Ende machen, beziehungsweise die Leute, die mir da was eingeschickt haben, da suche ich die Tage auch nochmal einen Gewinner raus. Nehmt es mir nicht übel, ich habe noch ein bisschen viel zu tun die Tage. Mal gucken, ich versuche jeden Tag ein Video zu bringen, ist schon ein bisschen kompliziert, manchmal, so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, kommt jetzt Legend und hoffentlich sogar täglich, wenn nicht alle zwei Tage. Ich versuche es erstmal, ich nehme jetzt wieder erstmal ein Batschen auf. So, die Gewinner, die gewonnen haben, die Gewinner der gewonnenen Gewinner quasi, die gewonnen haben beim letzten Mal, die zwei Leute, die schreiben mich bitte nochmal an, privat, auf, am besten auf dem Medium, wo sie mich als Gewinner angeschrieben haben. Das heißt, wenn du gewonnen hast und mich per YouTube angeschrieben hast, schreib mich erneut per YouTube an, logischerweise mit demselben Account. Und wenn du mich per Facebook angeschrieben hast, schreib mich per Facebook nochmal an. Ich kann dann ja sehen, dass ihr das vorher geschickt habt, weil es ist ja dann der Verlauf, oder ich gucke einfach nach mit eurem Benutzernamen, ist ja gar kein Problem. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen einfach nochmal, ja, auch in die Kommentare gerne schreiben, was weiß ich, oder in die Kommentare schreiben, Klüm, ich habe dir eine Nachricht geschickt, ich war der Gewinner, dann weiß ich direkt Bescheid. Und dann seid ihr innerhalb von ein paar Tagen oder einem Tag quasi nachdem ihr die mir eine Nachricht geschickt habt, schreibe ich sofort Kevin an und sagt ihm Bescheid, dann seid ihr sofort bei Legend dabei. Das muss ja auch getan werden. So, das zuerst. Also erstmal die Gewinner, die sind, glaube ich, jetzt zufrieden. Die kommen bei Legend rein. Alles gut, habe ich geklärt. Kein Ding für euch, kein Ding. So, dann, wir sind hier in einer neuen Welt und ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen alleine, weil der Skate, wie gesagt, der ist krank. Ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat vielleicht auf eine Folge und er sagt, er hat gerade aktuell keine Stimme, ihm geht es nicht so gut. Und deswegen macht er auch gerade Pause auf seinem Kanal. Und deswegen schauen wir uns hier mal um. Das ist das Grundstück von dem lieben Skate hier. Hier, blablabla, der liebe Skatey Boy. Da ist der liebe irgendwas HD, der baut da. Und da ist Sadness Kitty, was weiß ich. Und die laufen alle hier rum. Hier baut der Ezigog. Alles klar, der Ezigog war bestimmt nicht Ezigog. Hat mich wahrscheinlich verlesen. It's going. Alles klar, EZ going baut da. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schnapp mir einfach. Der Ezigoing baut von da hinten so, dachte ich mir, okay, der kriegt die Hälfte vom Berg und ich habe die andere Hälfte vom Berg, die ich eigentlich nicht brauche. Vielleicht bauen wir da irgendwann mal was bis hier hinten. Ist schon ein recht großes Grundstück, obwohl eigentlich, wenn man nur das hier sieht, eigentlich nicht, weil es ist eigentlich nur hier am Wasser. Was ich ganz, ganz cool finde eigentlich. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen rumführen für die Leute, die Legend noch nicht kennen. Und ich habe mich auch selber noch nicht einmal, ich war noch nicht einmal in der Farmwelt. Das gucken wir uns heute auch noch an. Und hier vorne ist mein Grundstück. Das habe ich schon ausgeschildert mit einem Briefkasten. Wer reintun will, kann mir gerne was schicken. Ihr könnt mir ein beschriebenes Buch schicken. Ihr könnt mir schicken, was ihr wollt. Ja, Klüms Briefkasten, packt's da rein und ich stelle es in der Folge vor, wenn ihr auch bei Legend mitspielt. Wäre cool, würde mich freuen. Klüms Grundstück, Hashtag für die Elfen, das habe ich gebaut. Und hier baue ich meinen Baum quasi. Ich möchte dann doch einen Baum bauen dieses Mal. Vielleicht mit einem, also mit einem richtig geilen Baumhaus. Nicht vielleicht mit einem geilen Baumhaus, sondern auf jeden Fall mit einem sehr geilen Baumhaus. Du hast die Kiste entlockt, du hast die Kiste gelockt. Das heißt nur, ich kann... Oh, das ist entspannt, dass man auf gelockte Kisten zugreifen kann. Ja, ich bin noch relativ neu jetzt hier. Ich weiß, dass da hinten unser Stadtgedönsel ist und ich weiß, dass ich hier bauen werde, und zwar so einen Baum. Und ich weiß auch schon, dass ich den aus verschiedenen Holzarten bauen werde. Teilweise auch aus diesem Darkwood. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal in der ersten Folge legen wir die Grundlage von unserem neuen Haus. Oh, ist das aufregend. Weiß ich auch nicht. Ich baue erstmal den Innenteil. Der soll ja schon
recht groß werden eigentlich. Vielleicht mit meinem Kartaufzug, falls wir uns irgendwann mal leisten können. Und dann haben der liebe Skate und ich auch noch was vor. Wir wollen nämlich eine Brücke bauen mit einem Pfosten, der hier so hoch geht und quasi die Brücken unserer beiden Bäume miteinander verbindet. Das fände ich nämlich sehr geil, das fände der Skate sehr geil. Und das ist so unser Ziel, ja, unser fettes Goal. Und da wollen wir drauf zu. Ja, und das ist, wie gesagt, unser Ziel. Ich habe hier schon tatsächlich, ich habe hier mal ganz kurz gegraben, weil ich eigentlich nur ein bisschen Stein wollte. Und ich finde gerade mein Loch nicht mehr wieder. Klümpfe das Loch nicht! Ah, wo ist denn das? Ah ja, hier. Und hier habe ich schon Kohle gefunden, was mich sehr gewundert hat, weil eigentlich findet man in der normalen Welt ja nichts. Also zumindest keine Kohle, also eigentlich gar nichts. Und ja, das hat mich gewundert. Die Kohle habe ich natürlich mitgenommen, war 14 Kohle und halt das für die Fackeln hier. Deswegen bin ich da auch schon recht gut aufgestellt. Ich war noch nicht in der Farmwelt, nur falls ihr euch wundert, dass ich noch nicht in der Farmwelt war und trotzdem schon Kohle habe. Hab tatsächlich nicht gecheatet, sondern es war einfach hier im Boden, weil ich halt ein bisschen Stein wollte, weil ich nicht für 3 Steine extra in die Farmwelt rennen wollte. Ist ja auch, glaube ich, noch in dem Bereich des Erlaubten. So, machen wir hier einfach mal so ein bisschen was hin. So ein bisschen bodenmäßig einfach hier so, zack. Vielleicht dann auch hier so dran, so zack, die Bumm. Zack, die Katze so weg. Was für eine Katze, weiß ich nicht, fragt mich nicht. Und hier noch. Ja, so zu. Ist eigentlich schon ganz, ganz nice. Erstmal so ein bisschen, so ein Boden einfach nur, dass wir einfach hier so, jetzt reiße das alles doch wieder ab. Einfach nur so, damit wir schon so eine Grundlage haben. Ihr wisst Bescheid. Also wir werden das fertige Haus auf jeden Fall, also das fertige Haus werden wir nicht bauen, sondern wir werden das Haus fertig bauen. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen, es ist gerade ein bisschen alles ein bisschen viel für mich. Ja, wer versteht schon, was ich meine, ne? Wenn man ein Projekt spielt, auf das man sich schon so ein bisschen freut, ist das schon was Schönes, wenn man das dann spielen kann. Und ich muss sagen, Legend Rise of the Phoenix gefällt mir bis jetzt schon sehr gut. Es ist schon sehr geil. Und ich hoffe, es kommt euch auch schon gut an. Ich hatte nämlich extrem Bock drauf. Und ich werde hier jetzt mal meinen ganzen Stuff reintun. Ich habe mir tatsächlich schon was genommen. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen hier umgucken, ein bisschen Sachen angucken. Wir haben dieses Mal keinen, der uns rumführt, aber das ist auch gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, klimm, 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 schlimm, schlimm. Wir nehmen mal das hier mit. Und ja, 2 Fackeln, die sollten ja reichen. Und das ist dann quasi unser Haus. Ich fände es übrigens cool, wenn jeder sich so einen Briefkasten anlegen würde. Dann könnte man schön Post verschicken. Und es ist eigentlich schon ziemlich cool. So, wir können jetzt mal ganz kurz hier durchgehen. Also das ist hier so ein... Und hier ist auch ein Baum. Okay, dann können wir ja mal bestimmt durch. Bitte die Schuhe ausziehen. Absolut gar kein Problem. Zack, zack, Schuhe ausge... Ich kann die Türe nicht mehr schließen. Egal. Ah, doch, ich stand auf der Druckplatte. Hier ist eine Kiste, die nicht gelockt ist. Vielleicht sollte derjenige die Kiste locken. Was ist denn alles drin? Mhm, Glas, mhm. Solltest vielleicht deine Kiste locken, mein lieber Freund. Ich werde dir natürlich nichts klauen, weil ich bin nett. Oh, oh, schau mal, das ist aber schön hier mit dem... Weiß-Weiß und Tonic bauen hier. Der liebe Weiß-Weiß, Mensch, den kennen wir doch auch. Der war doch auch bei Legend dabei. Okay, das hier finde ich jetzt gerade noch nicht so schön, aber ich denke mal, da wird auch noch was gebaut. Und hier, ja, auf den Baumwipfeln ist natürlich typisch elfig. Ja, sehr cool, gefällt mir. Wenn ich da einen Eimer drin gesehen hätte, hätte ich mir den mal ganz kurz stibitzt und dann später wiedergegeben, logisch. Aber habe ich nicht. Zumindest habe ich keinen gesehen. Vielleicht war da einer drin und ich bin einfach nur zu blind. Aber ich möchte mir das jetzt mal ganz kurz anschauen. Hier ist der Weg nach draußen tatsächlich, auf der Seite. Können wir eigentlich überall bauen? Nein, hier kann ich nicht bauen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Gut, ich möchte mir jetzt mal die Farmwelt angucken. Die war irgendwo hier unten. Hier ging es irgendwo runter zu einer Farmwelt. Hier weiß ich nicht mehr. Hier, hier lang, genau. Hier, hier geht's runter. Und die würde ich mir gerne mal anschauen. Mit euch zusammen quasi jetzt live. Live und in Farbe quasi. Es sei denn, ihr habt einen Schwarz-Weiß-Monitor. Ich glaube nicht, dass es die noch gibt für PCs. Das würde mich jetzt interessieren. Das muss ich irgendwann mal herausfinden. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es die gibt. So, hier ist... Was ist auch... Was ist denn da? Da ist ein Portal, das ich nicht kenne. Das ist das Portal zur Farmwelt, denke ich mal. Und da springe ich jetzt mal ganz fröhlich rein. Hupdidup. Und dann porten wir uns... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich in der Farmwelt oder bin ich woanders? Ich weiß tatsächlich absolut nicht, wo ich bin. Hier ist so ein fetter Trail. Das würde mir tatsächlich gut gefallen, wenn das hier die Farmwelt wäre, weil dann wüsste man auch mal, wo der Spawn von der Farmwelt ist, wie man wieder zurückkommt. Aber ich gehe tatsächlich gerade erstmal nur sowas runter. Kann auch sein, dass ich jetzt total falsch bin. Ne, sieht nach Farmwelt aus. Sieht tatsächlich sehr nach Farmwelt aus. Und hier haben wir tatsächlich nichts. Wie komme ich denn zurück? Jo, Klim. Dann schreibe ich mal zurück. Jo, F. Genau, F war das, was ich schreiben wollte. Ah, das scheinen die Portale zu sein zu den einzelnen Völkern. Das heißt, das hier wären wohl irgendwie die Menschen. Ich mag dich, Klim. Das hier die Elfen. Ich mag dich auch. So, kenn den zwar nicht, aber kann man ja mal schreiben. So, wir... Der ist nett bestimmt. Der ist bestimmt sehr nett. So, und ich möchte mich natürlich hier mal umschauen. Und dieser Berg da sticht mir natürlich extrem ins Auge. Was brauche ich überhaupt alles? Ein bisschen Sand wäre cool. Können wir eigentlich mitnehmen, ne?
Wir haben natürlich jetzt absolut keine Schaufel mitgenommen, weil ich ein blöder Idiot bin. Aber das macht auch nichts. Der Twix blind? Nee, ich glaube, erstens, er ist nicht blind und zweitens schreibt man blind ein bisschen anders. Und ich habe natürlich auch keine Axt nicht mitgenommen, aber deswegen machen wir das dann doch mal mit der Hand. Aber nur einen, weil wir brauchen ja nur eine Workbench und die geht ja zum Glück recht flott. So, machen wir die mal so, zack, einfach eine Workbench, einfach zack, dahin gepackt. Und ihr wisst natürlich, ja, wir sollten vielleicht erstmal ein bisschen Stein hacken. Ihr wisst natürlich, es geht irgendwann gut ab und es wird auch ein paar Schnitte geben teilweise hier. Jetzt noch nicht in der ersten Folge, weil ich die erste Folge so ein bisschen live mit euch erleben will. Ich möchte jetzt hier noch nicht so viel tun, nur euch zeigen, was es hier alles gibt. Also es gibt hier diese Farmwelt, in der man so ein bisschen farmen kann. Eisen und alles ist viel seltener als sonst. Also es gibt wirklich nur sau selten Eisen. Oder Kohle oder sonst was. Also das gibt's alles. Ihr seht schon, ich baue mich hier runter und ja, okay. Gut, im normalen Grindcraft hätte man es vielleicht jetzt auch nicht gefunden. Wir können uns hier mal ganz kurz so ein bisschen runterbauen, damit wir auch schon ein bisschen Cobblestone ein bisschen auf Vorrat haben. Aber rein theoretisch, Eisen, Kohle und so weiter, ich wäre jetzt schon echt ein Lacker, wenn ich jetzt Eisen finden würde. Also muss man schon sagen. Und das ist schon drastischst reduziert. So, aber hier ist auch dann nichts weiter, außer die Devs sind dran. Guck mal, da ist doch schon der liebe Gamers Time. Grüße, bla bla bla, Federfall 4, Boots, immer noch gleich, Fallschaden. Kevin! Okay, muss man ja nicht direkt so Capslock-mäßig schreiben. Weil Level Kevin hat ja auch ein bisschen was zu tun. Gut, bauen wir erstmal hier runter. Und schauen, was es hier denn so gibt. Eigentlich nichts. Ich baue jetzt auch nicht mehr viel weiter, weil das Licht jetzt gleich auch ausgeht. Beziehungsweise, Licht ist nicht mehr so aktuell. Ja, noch zwei Dinger, noch jetzt noch ein. So, und dann ist auch Schluss. So, dann haben wir... Oh, komm. Komm, machen wir den 64er-Stack. Machen wir den Stack Cobblestone noch voll. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch einen ganzen Stack mitnehmen, nicht wahr? So, zack, haben wir einen Stack Cobblestone. Ist da auch schon mal sehr nice. Einfach mal einen Stack geklaut hier. Also, nicht wirklich geklaut, sondern einfach nur aus dem Schacht gezogen, quasi. Aus dem Schacht gezogen. Mm. So, und dann haben wir die Workbench. Ja, die nehmen wir bitte mit. Benutzen auf jeden Fall. Habe ich die Sticks tatsächlich da liegen? Das ist nicht blöder Trottel. So, einmal eine Schaufel. Und dann natürlich eine Axt wäre natürlich auch noch ganz nice. Und dann erneut eine Spitzhacke, weil meine ist jetzt gleich schon kaputt. Und dann sind sie alle zufrieden. Und wir kriegen 10 Millionen Achievements. Das ist auch sehr geschmeidig. Da hinten haben wir noch... Wir können ja auch alles zergriefen hier in der Farmwelt. Das ist eigentlich auch kackegal, weil die wird eh jeden Tag resettet. Also, wie gesagt, Farmwelt... Nee, habe ich noch nicht gesagt. Farmwelt wird jeden Tag resettet. Das heißt, jeden Tag gibt es eine neue Farmwelt. Wenn das so ist wie beim alten Server, ich gehe mal stark davon aus, macht am meisten Sinn. Und es gibt... nee, das sage ich noch nicht. Es gibt ganz viele Sachen. Also am logischsten wäre in der Farmwelt einfach nur einen Tempel zu suchen oder sonst was und auf Loot durch bestimmte Sachen zu hoffen, als durch wirkliches Erfarmen. Viel kann man bestimmt auch mit dem Villager-Trading machen. Deswegen will ich mir eine recht fette Plantage in meinen Dings bauen. Falls es erlaubt ist, da muss ich nämlich nochmal ein bisschen über die Regeln informieren, weil ich will natürlich nichts machen, was den Regeln widerspricht. Das wäre jetzt nicht so geil. Hier hat aber tatsächlich schon jemand runtergebaut anscheinend. Ja, da war schon jemand unten. Aber den Sand können wir trotzdem mitnehmen. Das ist ja absolut gar kein Problem. Da war tatsächlich schon... War da schon jemand ganz unten? Ich glaube schon. Ich sehe jetzt gerade noch was. Ihr wahrscheinlich nicht. Alter, das ist echt eine große Höhle. Und hier wird wahrscheinlich kein einziges Eisen sein. Und da ist Lava und ein Creeper. Und noch mehr Lava. Da oben ist Kohle. Ja. Okay, damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, dass wir hier direkt Kohle finden. Vielleicht ist Kohle auch ein bisschen häufiger, weil Kohle allgemein jetzt nicht so wertvoll ist, weil halt Holzkohle. Das kann natürlich sein, dass die da einfach die Wahrscheinlichkeit von der Kohle ein bisschen höher gepackt haben. Man kann es ja einstellen, wenn man eine neue Welt generiert, kann man ja einstellen, wie viel Erze auftauchen sollen. Dann, ich sehe jetzt mal ganz kurz was, ihr nicht, aber das wird sich jetzt gleich ändern, weil ich habe die Kohle, das seht ihr jetzt wieder, weil es halt hell, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe den Durchblick, so. Und dann schnappen wir uns auf jeden Fall mal die Kohle, wenn wir schon dabei sind. Ja, geil, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Ich werde auf jeden Fall hier in Legend viel versuchen, Offscreen zu machen. Versuchen, weil ich habe halt auch noch ein Privatleben, bin kein Vollzeit-YouTuber. Leider wäre ich gern, aber da braucht man noch ein bisschen mehr. Naja, will ich auch gar nicht sein erstmal, bis ich eine vernünftige Ausbildung habe. Und die habe ich noch nicht. Also, ich habe bald ein Abi, aber ich habe halt noch keine Ausbildung oder sonst was. Deswegen möchte ich es erstmal so machen. Viele YouTuber tatsächlich haben auch gar keine Ausbildung. Das ist echt krass. Das ist, also viele Vollzeit-YouTuber, da wundert man sich echt so ein bisschen so. Okay. Und was ist, wenn YouTube mal nicht mehr erst ist? Ist auch egal. Das ist ja ein ganz Thema, anderes Thema für eine andere Folge, für ein anderes Format, für eine andere Zeitlinie. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei Dr. Who. Können wir hier vielleicht runter so? Können wir. Aber ich glaube, wir finden hier tatsächlich nichts. Also wir werden hier wahrscheinlich nicht mal ein Stück Eisen finden. Hier ist echt nichts. Absolut gar nichts.
dran denken, hier hat man nicht den Jump Boost, deswegen bin ich erstmal fett runtergefallen. Vielleicht sollte ich mir erstmal den Snack reinziehen, so. Und nochmal, damit wir erstmal ein bisschen Regen haben. Und den Jump kann man nämlich eigentlich machen, wollte ich gerade sagen. Aber das ist jetzt kein unmöglicher Jump. So, was ist denn da vorne? Da ist auch noch Lava. Das wurde noch nicht geupdatet. Also vielleicht habe ich ja Glück und wir finden doch noch etwas Eisen. Das wäre natürlich extrem geil. 3 Eisen brauche ich für einen Eimer. So, das ist jetzt mein... Oh, guck mal, da. Nein, nicht neben den... What the fuck? Okay. Erstmal zurück. Warten, ein bisschen Regen. Ich habe zum Glück auch in letzter Zeit viele CTMs gespielt, oder eine CTM gespielt, bei der ich auch ein bisschen gelernt habe, gegen Mobs zu kämpfen. Hier droht mir gerade keine Gefahr, deswegen haue ich den einfach nochmal um und der ist ja absolut gar kein Problem. 2 Eisen direkt. Fett. Also wenn das noch so wertvoll ist wie beim letzten Mal, dann habe ich gerade den Heiligen Gral von allem gefunden, einfach nur. Okay, warte mal, den haue ich um, bevor ich hier eine Fackel lege. Tut mir leid, aber den möchte ich noch umhauen und hier dann noch eine Fackel hinpacken. So, damit wir hier auch erstmal die Area so ein bisschen saven, bevor ich das Eisen damit nehme. 2 Eisen direkt, heftig geil. Also wenn das wirklich noch so selten ist wie früher, dann ist das gerade wirklich... Au! Penner. Arsch. So, dann machen wir hier weiter. Haut er mich einfach, ich glaube, es hackt. Oh. Au. Macht nix. So, dann machen wir hier mal weiter. Da ist uns schon einer dicht auf den Pferd. Okay. Da müssen wir schauen. Okay, hier haben wir noch eine fette Ravine. Das ist natürlich extrem nice. Haben wir hier denn noch irgendwas? Hier sind auf jeden Fall 12 Milliarden Monster unten. Die wollen wir natürlich gekonnt ignorieren. Bringt das was, wenn ich hier das mache? Nein, aktuell noch nicht. Da muss ich vielleicht... Ah, fuck. Ah, ne, hat sogar funktioniert, tatsächlich. Schön. Fast so, wie ich es wollte. Bis auf, dass das hier nicht gespeichert wurde. Ich möchte natürlich einen schönen Rückweg haben, damit ich mir merken kann, wo ich lang gegangen bin. Ne? Wenn ich jetzt einen schönen Rückweg habe, dann weiß ich, okay, der ist schön, da bin ich bestimmt lang gegangen. Ja, never mind. Dann gehen wir hier lang. Aber da haben wir auch noch einen Weg rein, theoretisch. Erstmal die Kartoffeln noch essen, weil wir sind echt low on health. Und ich sehe gerade, wir müssen die erste Folge eigentlich schon beenden, aber ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock aufzuhören zu spielen. Deswegen würde ich sagen, ich beende einfach hier die erste Folge und ihr seht in der nächsten Folge, wie ich schon ein bisschen weiter bin. Vielleicht finde ich noch ein drittes Eisen, das wäre natürlich extrem nice. Da unten ist auch schon Cobblestone, das heißt, da unten war tatsächlich schon jemand. Das ist ein bisschen blöd für mich, weil ich weiß, dass da unten deswegen mit ziemlicher Sicherheit kein Eisen mehr ist. Okay, ich sehe jetzt gerade auf ersten Anhieb auch ganz deswegen, Leute. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Legend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann auf jeden Fall Daumen nach oben smashen. Falls wir in dieser ersten Folge... Nee, sage ich nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Daumen nach oben Knopf benutzt, denn dafür ist er da. Und wenn ihr einen fröhlichen Kommentar schreibt, ob ihr vielleicht auch... Hattet ihr auch Bock auf Minecraft Legend? Das wäre vielleicht mal die Frage, weil dann könnte ich mal den Kevin fragen, ob vielleicht noch mehr Leute mitmachen können. Das wäre noch sehr interesting zu wissen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.